Inflation, steigende Renditen und warum momentan ein guter Zeitpunkt ist, die Risikowahrnehmung, die Risikoschätzungen zu überdenken. Das soll heute das Thema sein. Mein Name ist Christoph Leichtweiß und ich darf Sie sehr herzlich zu diesem kurzen Update begrüßen. Wir werfen zunächst den obligatorischen Blick auf die Inflationsdaten. Der monatliche Hypos-Inflationscheck, der zeigt verschiedene Renditen an den Kapitalmärkten im Bereich der festverzinslichen Wertpapiere. Sie sehen das in den verschiedenen Balken. In Rot dementsprechend dargestellt sehen wir die aktuelle Inflationsrate für Deutschland 4,5%. Das ist der Anstieg der Verbraucherpreise im Vergleich zum Vorjahr. Wir sehen die Renditen für deutsche Staatsanleihen nach wie vor negativ, minus 0,5%. Wir sehen hier Verwahrentgelte oder Kontoführungsgebühren oder auch Strafzinsen. Und wir stellen fest, dass sie selbst mit Hochzinsanleihen, also Anleihen, die kein Investment-Grade-Rating aufweisen, nach Einbeziehung der Abgeltungssteuer keine Chance haben, entsprechend hier die Inflationsrate zu kompensieren. Dementsprechend der Begriff, der Slogan der finanziellen Repression, der ist momentan präsenter denn je, auch wenn er sich aktuell weniger in den Schlagzeilen und den Medien findet als vor einigen Jahren. Dennoch sehen wir hier entsprechend diese Effekte. Die Erhaltung der Kaufkraft, ein sehr großes Thema und das Medien Getöse rund um diesen Aspekt natürlich auch sehr groß. Wir sehen aber auch das Ganze natürlich kein deutsches Thema. Wir sehen das auf globaler Ebene und da die Europäische Zentralbank die Geldpolitik für die Eurozone insgesamt betreibt, auch das nochmal hier dargestellt. In Türkis die Inflationsrate 4,1%, die sogenannte Kerninflationsrate, bei der man schwankungsreiche Elemente wie Energie, Nahrungsmittel, Alkohol und Tabak exkludiert bei 2,1%. Auch hier, Sie wissen, die Europäische Zentralbank ja mittlerweile mit einem symmetrischen Inflationsziel. Also auch das wird noch ein interessantes Thema sein und die Gelehrten werden sich darüber streiten, was denn nun genau vorübergehend ist, wie man vorübergehend auf der Zeitachse definiert und was das Ganze mit dem strategischen Ausblick der Europäischen Zentralbank zu tun hat. Also auch hier wird es viele Diskussionen geben. Die Notenbanken werden im Fokus stehen und es bleibt spannend zu beobachten, wann quantitative Lockerungsmaßnahmen, Anleiheaufkaufprogramme reduziert, respektive eingestellt werden, wann dann Leitzinserhöhungen folgen werden und wie die Kapitalmärkte und auch die Märkte außerhalb der Kapitalanlagen, also Immobilien, Infrastrukturen, Private Equity und ähnliches mit einer veränderten Situation umgehen. Wir haben das Ganze nochmal auch in den Kontext gesetzt. Sie sehen hier im oberen Teil des Bildes, da sehen wir die aktuelle Inflationsrate. Sie haben es eben schon gesehen für die Eurozone. Und wir haben hier noch in Rot hinzugefügt die erwartete Inflationsrate, abgeleitet aus 5-jährigen Inflationsswaps. Da sehen Sie 2,1%. Also wir stellen fest, und da sehen Sie sehr schön im unteren Teil des Bildes eben illustriert, dass die aktuelle Inflationsrate oberhalb der Erwartungen für die Zukunft liegt. Das heißt, wenn Sie die aktuelle Inflationsrate nehmen, 4,1%, Sie ziehen die Erwartung für 5 Jahre ab, dann sind Sie bei 2,1 und 4,1 minus 2,1 gibt eben genau diese 2%. Das heißt, aktuell haben wir die Situation, dass die aktuellen Inflationsraten deutlich höher sind als die erwarteten Inflationsraten für die Zukunft. Wir hatten in der Vergangenheit aber auch schon Zeiträume, wo es genau andersrum war, also wo die Inflationsraten, die aktuellen, niedriger waren als die damaligen Erwartungen. Und das ist natürlich auch ein interessantes Thema. Wie sind die aktuellen Daten? Was sind die Erwartungen? Weil das hat vielfältige Auswirkungen auf das Verhalten von Investoren, auf die Auswirkungen von Notenbanken, weil je nachdem, was die Notenbanken in Sachen Geldpolitik und ähnliches tun, hat das sehr direkte Auswirkungen auf die verschiedenen Aktienstile, also eher Wachstum für die Zukunft favorisieren oder Substanz eher zyklisch oder weniger zyklisch. Also auch das interessant natürlich, sich hier genau zu betrachten und diese Inflationsdaten, was die Zukunft betrifft, mit den heutigen Inflationsdaten zu vergleichen. Aktuell kann man relativ einfach sagen, je langfristige Inflationserwartungen sind, desto mehr nähern sich die Inflationserwartungen der Daten an, die auch die EZB oder die anderen Notenbanken eben erwarten, also roundabout eben diese 2%. In der Vergangenheit waren die Inflationserwartungen eher negativ korreliert, das heißt, man hatte keine gute Trefferquote. Ob das für die Zukunft besser sein wird, das wird man absehen müssen. Aber in einer Welt, wo man natürlich nichts weiß und die Zukunft unsicher ist, sollte man alle Daten nutzen, die zur Verfügung stehen, weil natürlich auch die Notenbanken und viele andere Marktteilnehmer darauf schauen.
An den Kapitalmärkten sehen wir dementsprechend, dass die Renditen aktuell steigen. Auch das sehen wir hier mal für die US-Staatsanleihen. Oben die 10-jährigen Papiere, unten die 2-jährigen. Und wir sehen einen interessanten Trend. Die 2-jährigen Renditen steigen entsprechend. Das ist dann auch das, was Sie in den Medien lesen, wenn man liest, dass die Kapitalmärkte immer mehr Zinserhöhungen einpreisen. Also Zinssteigerungen am kurzen Ende, fallende Renditen am langen Ende, das heißt, die Zinsstrukturkurve verändert sich hier. Und das ist natürlich der 10-Jahres-Zins, ein wichtiger Zins, natürlich auch für die Häuslebauer, weil entsprechend natürlich auch hier das die Basis für das ist, bei dem natürlich entsprechend Finanzierungszinsen für Prolongationen, für neue Immobilienkredite hier entsprechend berücksichtigt werden. Und das sehen wir auch, die Unternehmenskredite, die Zinsen hier sind entsprechend am Steigen. Ergänzend für die Portfolio-Konstruktion, wir kommen aus einer Phase, wo wir relativ moderate Schwankungen auch hatten. Wir haben ein sehr angenehmes Kapitalmarktumfeld und viele Anleger investieren nun. There is no alternative und Anleger wurden auch durch die Preissteigerung bei Sachwerten wie Aktien und Immobilien ja sehr unmittelbar belohnt, wenn sie sich entsprechend hier positioniert haben. Dazu jetzt der Anlagedruck, der permanent steigt. Und daher mal der Blick auf die Risikokomponenten und was ich Ihnen nur auch zeigen möchte, wenn man sich mit statistischen Themen hier beschäftigt, Value at Risk ja ein prominentes Thema in vielen Fällen, zumindest dann, wenn die Portfoliobetrachtung etwas professioneller wirkt, dann muss man doch sagen, okay, da die jüngste Phase eher ruhig war, würde man momentan eher vielleicht den Conditional Value at Risk nehmen, weil der letztendlich auch schwächere oder stärkere Kapitalmarktbewegungen in die Thematik einbezieht. Man würde vielleicht eher auch ein höheres Konfidenzintervall nehmen, um ein Gefühl für das Portfolio zu bekommen. Vereinfacht gesprochen heißt das ja hier beispielsweise mit einer 99-prozentigen Wahrscheinlichkeit erwartet man, dass eben Verluste im Mittel nicht höher als 14% liegen. Hier liegt ein Portfolio zugrunde, was ungefähr aus 40% globalen Aktien besteht, sehr diversifiziert und 60% Anleihen, ebenfalls auch sehr diversifiziert von kurzfristigen Geldmarktanlagen über inflationsgebundene Anleihen ohne sehr große Unternehmensanleiherisiken. Also das, wie gesagt, momentan viele Punkte, die man in die Beziehung setzen muss. Von daher das Thema Inflation heute, Inflationserwartungen am Kapitalmarkt, Verhalten auf die Notenbanken, Über- oder Unterschätzung der Marktteilnehmer hat wiederum Auswirkungen auch auf die Wahl der entsprechenden Stile. Und die Kernfrage, wie viel Aktien will ich überhaupt im Portfolio, hängt sehr stark auch vom Risiko ab. Und die jüngere Vergangenheit ist hier ein schlechter Maßstab für die Risikoschätzung nach vorne, weswegen man eher defensiv hier agieren sollte, um dann auch die Anlagestrategie mit der finanziellen Risikobereitschaft als Persönlichkeitsmerkmal und natürlich auch mit dem Anlagehorizont entsprechend abzustimmen. In diesem Sinne darf ich Ihnen nur das Beste wünschen. Bleiben Sie gesund. Bis bald. Auf Wiedersehen.